Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS TV. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir haben jetzt Heiligabend. Wir haben heute Heiligabend. Und ich habe mir extra die Kulisse hier ausgesucht, um euch nochmal zu zeigen, warum wir das alle machen. Oder teilweise machen. Viele von euch lassen sich bei uns autarke Systeme einbauen, bei meinen GNS TV-Partnern in Leck, in Bockhorn, in Grimma und in Bettbusch, um sowas hier zu erleben im Winter. Ich meine, kurze Hose, T-Shirt, Heiligabend wohlgemerkt. Das ist schon geil. Egal, wo man hier ist, ob einem das Land gefällt, ob einem die Plastikzelte gefallen, ob einem der Campingplatz gefällt, ob einem die Leute gefallen, das spielt alles ja keine Rolle. Ja, und man kann mit einem Wohnmobil den Ort wechseln. Das finde ich persönlich immer geil. Wenn ich keinen Bock mehr auf irgendwas habe, dann fahre ich einfach los. Ja, oder weg oder irgendwo anders hin. Ja, das gibt Leute, die machen das nicht und die bleiben an einer Stelle, so wie jeder das mag. Ne? So, wie gesagt, ich bin jetzt hier am Strand von Palerma, da hinten ist Palerma, da hinten ist die Sierra Nevada. Und ja, ich wollte mich mal bei meiner Kundschaft bedanken, bei unseren Zulieferanten, Freunde, Bekannte, Familie, alle, die da mitspielen, alle, die uns kennen oder auch nicht. Da wollte ich mich mal für das Jahr bedanken. Das war mega. Ne? Das ging super los. Ja, dann hatten wir einen kleinen Dämpfer mit dieser Ukraine-Geschichte. Gut, da haben wir ja alle geguckt, wo geht die Reise hin. Ja, das ist ja immer noch nicht so richtig. Und wir wollen ja alle hoffen, dass das schnellstmöglich vorbei ist, das ganze Spiel. Ne? Wenn ihr hier und da Medienberichte siehst, das ist schon ein Trauerspiel, wie einige Leute da leben müssen. Ja, und wir stehen hier in der Sonne. Gut, okay. Ja, da wollte ich mich bedanken und natürlich bei meinem Partner. Ne? GNS Schleswig-Holstein, in Leck, oben an der dänischen Grenze, in der Nähe von Sylt. Dann GNS Bockhorn, unterhalb von Wilhelmshaven. Dann GNS Grimma bei Leipzig, nicht zu vergessen. Dann zum Schluss GNS Bettbusch. Unterhalb von Köln, in der Nähe von Bergheim, an der A61. Ja, liebe GNS-TV-Partner, das war für mich ein aufregendes Jahr, für euch wahrscheinlich auch. Und wir haben das erfolgreich abgeschlossen. Das ist das Wichtigste, ja, und das ist das, warum wir das alle machen. Und wir haben vor allen Dingen auch unsere Kunden zufriedengestellt. Ja, ich bin jetzt 6 Wochen unterwegs und ich habe unterwegs unzählige GNS-TV-Partnerkunden getroffen. Und ja, der eine hat mich dann gebeten, kannst du noch mal in unser Wohnmobil kommen? Das verstehe ich noch nicht ganz oder das habe ich wieder vergessen. Oder das ist ja kein Problem. Haben wir alles gemacht, alles läuft. Und da bin ich natürlich auch sehr stolz drauf, dass meine Partner, die ja, naja, wir haben uns ja gegenseitig ausgesucht, sagen wir mal so, ja, hochqualifiziert, das ist immer wichtig. Und da will ich hoffen, dass wir da im nächsten Jahr noch einen draufsetzen können. Da hatte ich ja dieses Jahr einen kleinen Rückschritt gemacht, auch wegen der Situation, aber alles nicht so schlimm. Am Ende kommt es dem Kunden zugute. Ja, ja, Weihnachten haben wir und da habe ich mir dieses Jahr gedacht, das hast du all die Jahre alleine gemacht, die Weihnachtsansprache. Lass doch mal deine Partner zu Wort kommen und die lassen wir jetzt hintereinander, lassen wir die jetzt laufen. Was die zu sagen haben, das habe ich übrigens ausgelost, damit am Ende niemand sagt, wieso bin ich als Letztes dran. Ja, Strahlen. Ich habe das ausgelost, so 4 Papiere in meine Kappe und habe ich nacheinander gezogen. So habe ich das gemacht. Die hören wir uns jetzt mal an und schauen mal, was die einzelnen Chefs der einzelnen Firmen zu sagen haben. Also, bis gleich. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Wir haben Dezember. Das Jahr war sehr ereignisreich, auch bei uns wie bei vielen anderen. Wir wollen all unseren Kunden, unseren Lieferanten, unseren Partnern, unseren Freunden, unseren Bekannten ein fröhliches, gesegnetes Weihnachtsfest wünschen. Genießt die paar Tage, die wir frei haben. Esst was Gutes, trinkt was Gutes. Lasst es euch in der Zeit gut gehen, sodass wir gestärkt oder verstärkt sogar ins neue Jahr starten können, was meiner Meinung nach nicht weniger ereignisreich werden wird. Wie gesagt, wir wünschen euch alles Gute, einen guten Rutsch ins neue Jahr, sollten wir uns bis dahin nicht nochmal sehen oder hören. Und
Ja, wir hoffen ganz einfach, dass wir uns nächstes Jahr genauso wiedersehen, gesund und munter. Bis dahin, viele Grüße aus Grimma, schöne Weihnachtszeit und bis demnächst. Hallo liebe Zuschauer, auch wir vom Team GNS Bettbusch wollen uns nochmal zu Wort melden zum Jahresende. Wir sind heute das erste Mal mit unserem neuen Vorführfahrzeug Concorde Charisma 3 unterwegs. Den werden wir euch in den nächsten Videos auch nochmal präsentieren. Wir wünschen euch und euren Familien eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit sowie einen guten Rutsch ins Jahr 23. Wir sind ab dem 24.12. bis einschließlich 1.1.23 im Weihnachtsurlaub und stehen ab dem 2.1.23 wieder für euch zur Verfügung. Esst was Gutes, trinkt was Gutes. Euer René von GNS Bettburg. Moin aus Bockhorn. Wir vom GNS Team Bockhorn wünschen euch frohe Weihnachten und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hoffen, dass wir weiterhin so schöne Zusammenarbeit im 23 zusammen haben werden. Bis dahin, liebe Kunden und auch unsere Partner, alles Gute. Ja, danke, liebe GNS TV Partner. Das hat mir gut gefallen. Ja, da der ein oder andere hat mit dem Ton ein bisschen zu kämpfen. Ja, gut, da ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, was die Videoerstellung angeht. Aber der gute Wille, der zählt da, das ist doch ganz klar. Also danke an euch. Ja, dann würde ich sagen, ich schalte jetzt in mein Wohnmobil zurück. Ja, und dann würde ich gerne noch ein paar Worte sagen. Ich versuche doch kurz zu halten und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Ja, gerade noch am Strand, jetzt im Wohnmobil. Ich wollte den ganzen Bling-Bling, sieht man ja am Strand. Ich habe es extra ein bisschen dunkler gemacht, damit man ein bisschen von diesem Weihnachtsschmuck sehen kann. Meine bessere Hälfte war beim Chinesen und hat mal das ein oder andere erworben. Ja, und ich habe mir auch ein Mützchen gekauft und ich denke, zu Weihnachten kann man das mal machen. Ja, meine Partner haben euch Weihnachtsgrüße geschickt, das fand ich dieses Jahr besonders angebracht in den Zeiten, in denen wir leben. Und wie gesagt, sind einige Partner oder ein Partner dazugekommen, beziehungsweise zwei. Und ja, da wird die GNSTV-Familie immer größer. Aber es geht ja jetzt um Weihnachten und ich würde sagen, lasst euch gut gehen. Ja, wir haben ja Heiligabend, lasst euch gut beschenken oder auch nicht, ne, je nachdem. Wir haben die letzten Jahre, haben wir es so gehalten, wenn wir im Wohnmobil waren, haben wir uns nichts geschenkt. Aber dieses Jahr habe ich das wieder geändert. Ich wollte einfach wieder mal ein Geschenk machen. Ja, das macht ja auch jeder so, wie er will. Ja, Essen ist natürlich ein Riesenthema. Ich sage ja immer, esst was Gutes, trinkt was Gutes. Das ist ja jetzt heute noch, bekommt dieser Spruch nochmal eine besondere Bedeutung. Ja, besinnliche Weihnachten. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr einiges an Situationen verbessern können. Ja, ich meine jetzt nicht nur bei uns in der Firma, sondern auch bei allen anderen Firmen. Ja, dass wir da mal ein bisschen mehr Rücksicht nehmen, würde ich mir wünschen. Und ja, jetzt feiern wir aber erstmal Weihnachten. Danke an meine Partner, danke an die Kunden und der Rest, den uns kennt oder auch nicht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Lasst euch gut gehen. Esst heute Abend was Gutes. Trinkt heute Abend was Gutes. In dem Sinne, euer Guido von GNS TV.